Hallo Musterana, heute ist die Frage des Tages, was denken Sie über die Bürgerinitiative, welche die Slotsplatz wieder hinten in Bürgerplatz benennen möchte? Ich würde das eigentlich unterstützen. Also ich bin auch dafür, dass es wieder in Hindenburgplatz umbenannt wird, weil ich eigentlich keinen Sinn darin sehe, in dieser Umbenennung, weil es eigentlich immer so gewesen ist und deshalb finde ich es gut. Also wir sind als Touristen hier für 2 Tage, gucken uns die schöne Stadt Münster an, stehen auf dem großen Platz vor dem Schloss und zu der Frage, ob der Schlossplatz Hindenburgplatz heißen soll oder nicht, würde ich sagen, den Platz vorm Schloss als Schlossplatz auch benennen, da stellt man eine Verbindung her. Und als Tourist weiß ich dann auch, wo ich den Schlossplatz zu suchen habe. Also ich bin der Meinung, dass es schon Sinn hatte oder Motivation gab, den Hindenburgplatz umzubenennen in Schlossplatz. Und mir ist nicht ganz klar, warum. Es war eine historisch sehr fragwürdige Person. Und das ist für mich hinreichend Motivation, das dann auch wirklich umzubenennen. Und gut, dass es jetzt vielleicht geschichtlich so gewachsen ist und das immer so hieß, ist für mich jetzt kein Grund, den Schlossplatz dann jetzt wieder umzubenennen in Hindenburgplatz, sondern ich finde die Motivation gut, den umzubenennen wieder in Schlossplatz. Und deswegen ja, finde ich diese Bürgerinitiative nicht besonders hilfreich. Der Bürger soll entscheiden, wie der Platz jetzt nun benannt werden soll. In Deutschland gibt es ja bis zu 82 Plätze, die ja auch so heißen. Und es war in der Vergangenheit ja schon sehr oft, dass der Bürger das nicht akzeptiert hat, wie jetzt dieses Mal auch. Und wir werden mal schauen, ob jetzt nun der Bürgerentscheid, der Bürger muss erst wählen. Und wenn der Bürger jetzt nun die Mehrheit dafür gegen diese Umbenennung ist, das heißt, dass jetzt der Rat jetzt nochmal darüber diskutieren muss. Aber erstmal müssen wir mal schauen, ob der Bürger diese Entscheid haben möchte oder nicht. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann muss sich dann der politische Rat sich dann nochmal mit dieser Frage sich beschäftigen. Für mich ist das ein Schloss und das ein Platz, also ist das der Schlossplatz. Das klingt auch irgendwie attraktiver, so Schlossplatz als Hindenburgplatz für Außenstehende. Ich finde die Idee, diesen Platz als Schlossplatz weiter zu nennen, ganz gut, weil aus historischen Gründen Hindenburg war nicht so eine gute Person, für den ein Platz benannt werden soll. So, deswegen, das soll weiter Schlossplatz heißen und da würde keine Fragen mehr gestellt werden, ob das wirklich guten Recht hatte, was er gemacht hat. Hallo Musterana, heute. Hallo Musterana.